Staatlich ernannte Denunzianten, das ist, was die Bundesnetzagentur in Deutschland einführen möchte. Aber glücklicherweise ebbt die Diskussion über diese ungeheure Maßnahme nicht ab. Nein, ganz im Gegenteil, sie wird immer intensiver. Zum Teil, weil jetzt linksgrüne Medien selber die ganze Diskussion massiv angeheizt haben. Ich habe dazu schon einige Videos gemacht. Mit den ganzen Details habe ich zuerst ein Video gemacht am 3. Oktober. Ich verlinke hier, das können Sie hier sehen oder hier, eins von beiden, tut mir leid, dass ich das jetzt nicht genau sehe. Da können Sie die Einzelheiten sehen. Ich möchte hier in diesem Video sozusagen eine Aktualisierung dieses extrem wichtigen Themas geben, denn das geht uns wirklich an den Hals. Ja? Es geht hier um die Aufrechterhaltung der Meinungsfreiheit in Deutschland. Es ist völlig klar, dass die Grünen autokratisch sind, sie sind autoritär, sie wettern ständig gegen X, sie wollen jetzt diese sogenannten Trusted Flaggers, also die finden ein englisches Wort eigentlich dafür, sie hätten auch ein deutsches Wort eben benutzen können, aber dann würde natürlich jeder wesentlich einfacher sehen, worum es überhaupt geht. So, die Taz und die Zeit haben sich jetzt auf die Seite der Bundesnetzagentur geschlagen und sie sagen, alle Leute, die diese Trusted Flaggers, diese Denunzianten kritisieren, das sind alles Rechtspopulisten. Ja, das Problem ist folgendes, dass die Bundesnetzagentur eben den Kritikern sogar Recht gibt. Aber fangen wir eben bei der Zeit an. Sie haben einen Artikel veröffentlicht, und zwar gestern. Rechtspopulisten, das heißt von vornherein, das ist das erste Wort, ja, das ist schon in der Überschrift. Rechtspopulisten kritisieren die Trusted Flagger, die im Internet gegen Beleidigung vorgehen sollen. Zu Recht. Also Sie sehen, im Grunde genommen ist es jetzt inzwischen rechtspopulistisch, wenn man sich Sorgen macht um die Grundrechte. Es könnte ja tatsächlich sein, dass die ganze Kritik an diesen Trusted Flaggers, an diesen Denunzianten übertrieben ist und so weiter. Ja. Aber es ist wichtig, dass man sich darüber Sorgen macht. Aber wenn man das jetzt offenkundig tut, dann ist man laut der Zeit eben rechtspopulistisch. Das Problem, der große Pech für die Zeit ist, dass sogar Leute in der Zeit sehr besorgt sind, ja, und zwar, das habe ich schon thematisiert in einem Video, ich werde das aber ganz kurz machen, und zwar Herr Jochen Bittner, er ist zuständig für die Zeit in den im Vereinigten Königreich, UK, in Anglosphere Correspondent, das heißt, er ist Korrespondent für das angelsächsische Raum, und er schreibt hier, illegale Inhalte, Hass und Fake News können sehr schnell und ohne bürokratische Hürde entfernt werden. Wie gesagt, das ist ein Redakteur der Zeit, die Zeit, die jetzt sagt, wer das kritisiert, ist rechtspopulistisch. Das heißt, offensichtlich, ja, hat die Zeit inzwischen auch Rechtspopulisten in ihren Reihen. Und er sagt, sehr gut, ist dieser Satz, ja, illegale Inhalte, Hass und Fake News, ist offenkundig verfassungswidrig, denn er bedeutet, dass neben illegalen Inhalten auch legale Inhalte entfernt werden können, denn Hass und Fake News, das ist nicht illegal, das ist keine Volksverhetzung und so weiter. Es ist vielleicht nicht korrekt, dass man das macht, es ist vielleicht nicht moralisch falsch, dass man eben falsche Nachrichten, aber das ist nicht strafbar per se. Und das wird eben kritisiert, ja, und so hat das auch die Bundesnetzagentur gesagt, ja. Das kann ich hier auch vorlesen, ja, und zwar in der ersten Pressemeldung, die die veröffentlicht haben, das ist wichtig, damit Sie sehen, damit Sie das vergleichen mit deren Folgeentwicklung dieser ganzen Debatte. Und zwar, die schreiben selber, illegale Inhalte, Hass und Fake News können sehr schnell und ohne bürokratische Hürde entfernt werden. Das hilft, das Internet sicherer zu machen. Das heißt, das ist, was die Bundesnetzagentur ursprünglich geschrieben hat. Und das führte eben zu dieser ganzen Kontroverse. Und sagt, ja, was? Es sind Privatorganisationen, von Linken außerdem noch besetzt, ja, von Grünen ernannt, die werden jetzt eben gegen die Meinungsfreiheit in Deutschland vorgehen. Denn die werden natürlich eben Meinungen eben angreifen, ja, Fake News und so weiter, ja, oder das, was die unter Fake News verstehen, ja, und Hassrede, das, was die unter Hassrede verstehen, die Grünen nicht mögen. Und das ist allerhand, ja. Nun, inzwischen ist es so, dass die Bundesnetzagentur das eingesehen hat, dass das Ganze tatsächlich problematisch ist. Das heißt, die ganze Kritik von diesen sogenannten Rechtspopulisten, wie hier die FAZ, wie die Zeit hier bemängelt,
die hat offensichtlich etwas an Wahrheit gehabt. Ja? Ansonsten würde nicht die Bundesnetzagentur nun ihre eigene Pressemeldung korrigieren. Und das wird sogar hier ganz am Anfang geschrieben. Die schreiben, uns hat zur ursprünglichen Version diese Pressemitteilung berechtigte Kritik erreicht. Das heißt, die geben den Kritikern recht. Ja, die Kritik war berechtigt. Ja, es waren illegale Inhalte, illegaler Hass und illegale Fake News gemeint. Wie gesagt, ich lese das, damit Sie das ursprünglich stand in der Presseerklärung. Illegale Inhalte, Hass und Fake News. Jetzt ist das alles nur illegale Inhalte. Ja. Wir haben den Text an dieser Stelle präzisiert und einen Satz ergänzt, der Missverständnisse ausräumen soll. Aber es sind nicht alle Missverständnisse, das werden Sie gleich sehen. Die schreiben jetzt, Plattformen sind verpflichtet, auf Meldungen von Trusted Flaggern sofort zu reagieren. Illegale Inhalte, illegaler Hass und illegale Fake News können sehr schnell und ohne bürokratische Hürde entfernt werden. Das ist wichtig, ja, weil das bleibt immer noch. Also das heißt, diese Trusted Flaggers, diese staatlich ernannten Denunzianten, haben immer noch eine gewisse Lizenz zur Rechtsprechung. Ja? Das, also sowas wie die Polizei. Also die Polizei hat das auch zum Beispiel, wenn ein Polizist ein Knöllchen gibt, weil jemand falsch geparkt hat, dann übernimmt er gewissermaßen die Rolle eines Richters. Er hat eine richterliche Rolle, der übernimmt. Er entscheidet, dieses Auto ist falsch geparkt und sagt, aha, der muss jetzt ein Bußgeld zahlen, weil er falsch geparkt hat. Das heißt, das ist nicht zu einem Gericht gegangen, wo sich der Autoinhaber verteilen konnte und ein Richter hat dann entschieden, nein, das kann der Polizist machen. Ja? Also das ist ja auch eine staatlich ernannte Person. Okay, hier geht es aber um Personen, die aus dem privaten Bereich sind. Das sind private Organisationen, meistens linke Organisationen, die man im Grunde genommen diese Jurisprudenz übergibt. Das ist das Problematische und das bleibt. Ich werde gleich nochmal darauf eingehen, weil die Taz kritisiert, dass diese Rechtspopulisten das alles falsch verstehen. Und so heißt es weiter, das hilft, das ist ein Internet sicherer zu machen. Was illegal ist, entscheiden weder Trusted Flagger noch die Bundesnetzagentur. Und da bleibt das dabei. Ja, das heißt, die führen das nicht weiter aus. Und das ist das Problematische, denn jetzt komme ich zu einem weiteren Artikel, ja, und zwar welches in der, ich muss das hier ein bisschen suchen, hier ist das, weil ich habe so viele Papiere hier, das ist in der Taz erschienen, ja, auch die Taz geht an die Öffentlichkeit und verteidigt diese sogenannte Trusted Flaggers, diese staatlich ernannten Denunzianten. Und sie schreiben, das stimmt alles überhaupt nicht, was diese rechtspopulistischen Kritiker sagen. Das ist alles völlig anders. Und sie geben hier den Prozess wieder, wie das Ganze ablaufen will. Aber sie haben jetzt gerade gesehen, dass es eben nicht so ist. Das heißt, die Pressemeldung der Bundesnetzagentur unterstützt nicht die Aussage der Taz. Ich werde nämlich das hier lesen, also es ist ein ziemlich langer Artikel, ich werde nur einen Absatz lesen, also keine Angst, ich werde Sie nicht mit Inhalten der Taz irgendwie lange belästigen. Und zwar, über illegale Inhalte entschieden in Deutschland aus guten Gründen die Gerichte und nicht nassforsche Regulierungsbehörden, die kritisieren die Sprache der Rechtspopulisten. Schreibt das Blatt, damit ist die Welt gemeint. Stimmt, weshalb gegen Entscheidungen einer Behörde wie der Bundesnetzagentur natürlich auf dem Rechtsweg vorgegangen werden kann, was natürlich erstmal ein zweiter Akt. Das heißt, wenn man erstmal eine Sache gelöscht hat, bekommen hat, ja, dann muss man erstmal klagen, dann muss man den Klageweg wählen. Ja, und das kann dann, wie jeder weiß, beim gegenwärtigen Zustand der Justiz in Deutschland, das dauert Monate. Oder zum Beispiel, wenn jetzt mal wegen einem Kanal in YouTube gesperrt wird oder gerade gelöscht wird oder Facebook und so weiter. Jeder, der sich damit beschäftigt hat, weiß, das kann wirklich Ewigkeiten dauern. Und diese Plattformen, die haben keine Lust dazu. Das heißt, die werden eher sagen, pass auf, wir wollen keinen Ärger machen, wir sagen, was uns diese Bundesnetzagentur sagt und falls die Unrecht sagen, okay, tut uns leid, ja. Und so heißt es weiter, okay, der Hund bellt, auch wenn es noch keinen Hund gibt, stöhnen die Mitbewohner. So, das ist, was die Taz hier von sich behauptet, aber Sie sehen, das ist eben nicht so, denn auch in der zweiten
Presseerklärung der Bundesnetzagentur, und ich lese das nochmal, tut mir leid, dass ich das wiederholen muss, aber das ist eben wichtig, die Details sind hier besonders wichtig, dass die sagen hier ganz klar, Trusted Flaggers spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Digital Services Act, um illegale Inhalte im Netz wirksam zu bekämpfen. Diese Organisation verfügen über besondere Expertise, Erfahrung und so weiter. Plattformen, jetzt kommt das, und das widerspricht das, was die Taz gesagt hat, Plattformen sind gesetzlich verpflichtet, Meldungen von Trusted Flaggern prioritär zu behandeln und unverzüglich Maßnahmen wie beispielsweise die Löschung der Inhalte zu ergreifen. Das heißt, es ist völlig klar, dass diese staatlichen ernannten Denunzianten, also diese Trusted Flaggers, sowas wie eine Lizenz zur Jurisprudenz haben. Sie können Recht aussprechen, sozusagen. Sie können wie der Polizist auf der Straße entscheiden, aha, der hat falsch geparkt, ja, und deshalb kriegt er ein Knöllchen. So, diese Leute haben zunächst mal eigentlich Recht. Das heißt, die Plattformen müssen sich zunächst mal damit beschäftigen, was diese Trusted Flaggers von sich geben. Sagen wir so, ich glaube nicht, dass diese Trusted Flaggers, oder selbst dieses Respekt und diese ganzen linken Leute, ja, völlig, ja, Sachen, die total im Rahmen der Gesetze sind, eben anzeigen werden. Ich meine, so blöd sind sie nicht, weil dann wird irgendwann mal jemand hinkommen und sagen, pass auf, also der wird die ganzen Fälle aufstellen, der geht dann zu einem Gericht und dann wird völlig klar, dass die eben das völlig missbrauchen. So ist es nicht. Das heißt, sie werden natürlich schon Sachen machen, die eben an der Grenze sind oder die zumindest zunächst mal einen Anschein haben, problematisch zu sein. Ja, aber Sie sehen zum Beispiel in den ganzen Gerichtsurteilen, ja, des Staates gegen News zum Beispiel oder gegen andere, die Grünen machen ja eine Klage nach der anderen gegen irgendwelchen Bürgern, ja. Sie verlieren jedes Mal, ja. Das heißt, es ist völlig klar, dass man hier Meinungen unterdrücken will, die vielleicht so an der Grenze oder sagen wir so im Graubereich sind, aber im Grunde genommen immer noch, ja, im Rahmen des Legalen sind. Darum geht es. Denn die illegalen Inhalte, dafür braucht man keine Trusted Flaggers, dafür braucht man keine neuen Gesetze, dafür braucht man nicht diesen Digital Services Act, denn dafür gibt es schon ein Monstrum an Gesetz, und zwar das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja? Also das heißt, die Gesetze eigentlich, um definitiv illegale Geschichten, ja, zu verbieten, die gibt es schon. Und die werden übrigens gar nicht verwendet. Ja. Zum Beispiel müssten pornografische Inhalte gelöscht werden. Ja, und ich habe noch nie gesehen, dass sich eine Bundesnetzagentur oder irgendwie ein Grüner darüber beschwert, obwohl diese Inhalte definitiv illegal sind. Das heißt, sie dürfen nicht Minderjährigen zugänglich gemacht werden. Sie sind für Leute über 18 erlaubt, aber nicht für Minderjährige. Ja, und ich habe noch nie gehört, dass ein Grüner sich darüber aufregt. Aber wenn jetzt Kritik gegen die Grünen, dann ist es ganz schrecklich, da brauchen wir eben diese staatlichen ernannten Denunzianten. Sie sehen eigentlich, wie diese Leute ticken. Das heißt, wir bewegen uns wirklich in Richtung einer Autokratie. Also anders kann man das nicht bezeichnen. Ja, und die Menschen haben das ganz klar verstanden. Die haben das gespürt, instinktiv. Was hier gemacht wird, ist ein ganz klarer Angriff von links auf die Meinungsfreiheit, ja, denn das ist ja nicht irgendwie aus heiterem Himmel gekommen, das entwickelt sich schon seit einer ganzen Weile, weil sie sich natürlich unglaublich bedroht fühlen, denn die öffentliche Meinung ist heutzutage gegen links, insbesondere gegen die Grünen. Und wie wehren sie sich? Sie wehren sich mit solchen Maßnahmen. Und diese neue Presseerklärung der Bundesnetzagentur, ja, löst das Problem nicht. Das Problem ist weiterhin bleibt bestehen. Und tut mir leid, dass dieses Video ein bisschen länger ist, aber ich werde das jetzt beenden mit einem einzigen Absatz aus einem Artikel der Süddeutschen, der sehr wichtig ist, ja, weil die haben versucht, so sagen wir so, eine Mittlerposition zu nehmen. Die haben gesagt, okay, es ist übertrieben, was da diese ganzen Leute aus dem rechten oder konservativen Milieu sagen, aber es ist manches dran. Und zwar warum? Das sagt jetzt die Süddeutsche Zeitung. Was allerdings durchaus passieren kann, dass die Plattform im Zweifel lieber löschen, als juristische Scherereien oder Bußgelder zu riskieren. Zumal beispielsweise Meta seine Gemeinschaftsstandards, in denen erlaubte und unerlaubte Inhalte definiert sind, wohl auch aus diesem Grund stellenweise schon schärfer fasst, als nach deutschem Gesetz nötig. Ich könnte Ihnen zig Beispiele nennen, aber ich werde das jetzt nicht tun, weil das Video zu lang wird. Also das weiß ich, weil ich selber manchmal dort Anzeigen schalte und was da
auch genau aus diesem Grund abgelehnt wird. Es ist unglaublich. Also versuchen Sie mal eine Anzeige gegen Gender in den Schulen zu schalten. Werden Sie nicht schaffen, das wird sofort abgelehnt. Aus diesem Grund, aus diesen Gemeinschaftsgründen. Und eine gerichtliche Entscheidung darüber, ob ein Posting definitiv strafbar ist, wird in der Regel ebenfalls nicht abgewartet. Das heißt, die Leute wie Facebook etc., insbesondere Facebook, ja, die löschen sehr schnell. Ja, und das ist natürlich für diese Trusted Flaggers, für diese Denunzianten, ein gefundenes Fressen. Das heißt, im Zweifelsfall werden eben die Plattformen allen voran Facebook löschen. Also das ist wirklich ein Riesenproblem. Deshalb nochmal, ich bitte Sie, dieses Video zu verbreiten. Es ist ein bisschen länger geworden, aber ich muss diese Details geben. Denn das Ganze ist natürlich komplizierter und je länger die Debatte entwickelt, ja, desto komplizierter wird sie und deshalb ist es wichtig, ein bisschen längere Videos zu machen. Aber diese Geschichte ist wirklich wichtig. Sie geht uns wirklich an den Kragen. Und deshalb wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie eben dieses Video verbreiten. Ja, und ich wäre Ihnen auch dankbar, wenn Sie mich unterstützen. Ich bin dabei, jemanden zu suchen, der mir auch in der Dokumentation für diese Videos hilft. Ja, ich muss Ihnen dann natürlich etwas zahlen. Und deshalb wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie eine Kanalmitgliedschaft abschließen könnten. So können Sie mir auch eine kleine finanzielle Unterstützung geben, damit ich eben jemanden, einen Minijob oder sowas einrichten kann, der mir eben diese ganzen Dokumentationen vorbereitet. Denn das nimmt wirklich sehr viel Zeit. Ja? Und Sie sehen, diese Themen werden immer komplizierter und das braucht einfach gewisse Zeit. Und deshalb brauche ich eine gewisse Hilfe. Und deshalb wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir helfen könnten, zum Beispiel indem Sie eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Vielen Dank.